Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Guterres warnt vor Eskalation in Libyen. Eine Woche vor dem Beginn einer UN-Friedenskonferenz rief der UN-Generalsekretär bei einem Besuch in Tripolis zum Dialog auf. Libyens abtrünniger General Haftar hat seinen Truppen befohlen, in Richtung der Hauptstadt vorzurücken. Sie sollen bereits kurz vor Tripolis stehen. Bundestag debattiert über geplante BAföG-Reform. Studenten und Schüler sollen mehr staatliche Unterstützung erhalten. So soll der Förderhöchstsatz von derzeit 735 Euro auf künftig 861 Euro monatlich steigen und Eltern höhere Freibeträge erhalten. Das Studentenwerk hält das für unzureichend. Suche nach Brexit-Kompromiss geht weiter. Unterhändler von Regierung und Opposition treffen sich auch heute wieder, um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen zu verhindern. Indessen bringt EU-Ratspräsident Tusk einem Sprecher zufolge einen flexiblen Aufschub von 12 Monaten ins Gespräch. Trump stellt Mexiko Ultimatum im Grenzstreit. Der US-Nachbar im Süden müsse illegale Anwanderung und Drogenschmuggel innerhalb eines Jahres stoppen. Sonst würden dort produzierte Autos mit Zöllen belegt. Wenn das nicht funktioniere, würden die USA die Grenze zu Mexiko schließen. Boeing findet weiteren Softwarefehler bei 737 MAX 8. Er sei bei der Überarbeitung des Steuerprogramms MCAS gefunden worden, teilte der Konzern mit. Der neue Fehler stünde nicht in direktem Zusammenhang, damit werde aber im Zuge des geplanten Updates behoben. Das Wetter: im Westen und in der Mitte meist wolkenverhangen und stellenweise etwas Regen, im Osten freundlich und warm mit leichtem Gewitterrisiko. Höchstwerte von 6 bis 21 Grad.